So, hallo, ich begrüße euch zu einer kurzen Runde Gruppenkeile. Also, ob sie kurz oder lang ist, wird man sehen. Aber ich möchte einfach ganz kurz spielen und nehme halt dabei auf. Also, einfach auf entspannt eine Runde spielen. Mehr soll es nicht sein. Ohne groß jetzt hier irgendein besonderes Ziel zu haben, außer halt einfach eine Runde zu spielen. Okay, wenn wir eh schon über das Schneegebiet fahren, dann kann ich mir auch meinen Standardpunkt holen. Normal wäre ich da jetzt nicht hingegangen, aber wenn wir eh schon drüber fahren, ganz ehrlich, dann nehme ich die Strecke einfach mal mit. Okay, dann soll er sich das holen. Ich lasse ihn da in Ruhe. Und ich mir halt die anderen Sachen. Keine Lust, jemandem was wegzunehmen, der damit vielleicht besser umgehen könnte als ich. Bleibst du hier? Sag mal. Kann ich dir aus dem Ding? Nein, kann ich. Konnte ich noch nie. Warum frage ich überhaupt? Ist das zum... Ah, diesmal ist die Kiste. Guck mal, die ist echt selten, ne? Die ist relativ selten. Die ist ganz selten nur da. Es gibt ein neues Item. Ich weiß nicht, ob wir es zufällig bekommen sollten. Und zwar gibt es jetzt so ein South Pack, nennt sich der Spaß. Mit dem man... Achso, wo müssen wir eigentlich dann hin? Ach Mist. Aber wobei, das würde auch gehen. Von hier aus komme ich ja auch da rein. Ne? Dann soll die Kugel mal hier runter machen. Dann gehen wir so rum rein. Das geht ja auch klar. Es gibt einen Saufpack und zwar kann man damit sich und Gegner, ja, Gegner theoretisch auch, sich und seine Teamkameraden heilen, indem man es auf sie drauf wirft. Das heilt jeweils 20. Und ja, wenn man schon voll geheilt ist, dann macht es 20 Schild. Klingt an sich also ganz nett. Ja, ich weiß nicht, nehme ich, brauch den ganzen Quatsch da eh nicht. Kann ich auch liegen lassen. Wie gesagt, vielleicht finden wir was in die Richtung. So, jetzt müssen wir aber langsam gucken. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Habe ich noch nicht geschaut. Ah, gut, wir sind in der Nähe. Das ist sehr, sehr gut. Das ist doch schon mal was. Okay, das können wir erstmal hier kurz uns den Schildtrank hier nehmen. Oder auch nicht. Oh, ich... Nimm den Schild. Nimm den. Danke. So, was haben wir jetzt hier? Infanteriegewehr und Kampfschrotflinte. Was ist denn da besser? Hiervon habe ich 34. Ja, gut. Ah, das kann man sowieso mitnehmen. Hier ist noch irgendwo eine Munitionskiste. Oder auch nicht. Da ist noch Munition. Da ist noch eine Munitionskiste. Und da unten haben wir noch die richtige Kiste. Auch da sind kein Saufpaket drin. Okay, aber dann gehen wir mal ins Gebiet. So langsam dürfte jetzt nämlich auch hier der... Ach, die haben wir auch noch. Gut, da ist jetzt so ein großer Krug drin. Den können wir halt mal... Packen wir halt einfach mal auf den Platz hier. Ich nutze ja eh nicht alle sämtlichen Waffen. Das ist ja... Ne, ich bin da ja ganz... ganz verlustfrei. So. Okay. Dann Abflug. Ab ins Gebiet. Hui. Hui. Doch. So, da sind wir auch schon.
Ich wollte eigentlich hoch und nicht runter. Aber ist okay. Gott, ich liebe diese Dinger. So. Gegner oder Freund? Oh. Das ist vielleicht die falsche. Da packt er erstmal den Saufkrug aus. Ich glaube es nicht. Ei. Ah, ich möchte nicht hier drin lang. Bitte, Leute, leck mir wieder alles kaputt. Ich möchte nicht da drin sein, dankeschön. Ich hoffe, das Gebiet wird sich dann... Ja, okay. Es wird sich mehr auf das Schneeteil konzentrieren. Das ist schon mal gut. Was ist denn da los? Ah, die ist zum Snipern sogar. Oder so. ...17:15, also es ist relativ ausgeglichen von den Spielern. Hallo? Da wollte er nicht mehr springen. Ah, ist ja eine Sie. Okay. Kann man mal machen. Was ist das hier? Schweres Sturm. Ne, dann lassen wir das mal. Oder ist... Ich weiß halt nicht. Taktisches Schweres. Achso, ist von der Munition ja auch ein Unterschied. Ja, nee, dann... Nehmen wir die. Trommelgewehr wollte er nicht haben. Wie viel hätte ich davon? Wie viel Munition hätte ich davon? Mehr. Weiß jetzt nicht, wie es vom Schadenswert her ist, ob ich da jetzt mich verarscht habe oder ob es passt. Aber... Ich hab... Da ist so ein Saufpack! Das meine ich. Ne, das kann man dann auf sich und Gegner werfen. Und das macht dann genau 20... 20 plus. Auf Gegner, ja. Also man kann es halt auch auf Gegner, es würde auch Gegner heilen. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich will eine Kiste. Oder habe ich mir das eingebildet, wa? Nein, habe ich nicht. Holen wir uns die noch. Oh, guck mal, da ist noch ein Saufpack. Das ist cool. Dann sind wir fast schon voll damit. Dann nehme ich mir vorher noch den hier. Was ist das? Sturmgewehr allein brauchen wir nicht. Und dann machen wir das so. Was haben wir hier? Infanteriegewehr. Lila aber, ne? Also eigentlich... Wahrscheinlich so rum besser. Okay. Dann stürzen wir uns jetzt mal in die Schlacht. Oh, wait, ich habe das jetzt zweimal. Ups, habe ich gar nicht gesehen. Haha. Blöd kann man auch sein. Dann hole ich mir mein taktisches Sturmgewehr natürlich wieder. Ich habe das hier ja schon. So, wie gesagt, dann stürzen wir uns jetzt mal in die Schlacht. Und sind wahrscheinlich sofort tot. Wenn man halt treffen könnte, ne? Was ist denn das?
Checkt ihr nicht, woher die Schüsse kommen oder was ist los? Mit diese Leute, die erst aufbauen müssen, ne? Bin ich gar nicht ab. Wow. Das muss aber jetzt mal ein richtiger Noob gewesen sein, Entschuldigung. Das war ja eine interessante Vorstellung. Ich glaube, so geht's den Leuten immer, wenn sie gegen mich spielen auch. Ich habe mich jetzt etwas merkwürdig gefühlt dabei. Der hat weder gecheckt, woher die Schüsse kamen, so wie ich auch immer. Wo kommt die Schüsse her? Ich kann nicht sehen, was los ist. Genauso wie das kam jetzt genauso vor, wie wenn ich gerade spiele. Uff. Kann man sich dann gar nicht so wirklich freuen drüber. Dass mir jemanden erledigt hat, weil das war halt. Weiß ich nicht. Vielleicht war er nur gerade einfach unkonzentriert. Wo ist jetzt einer gelandet? Hier ist gerade irgendwo einer gelandet. Aber ich weiß nicht wo. Verflucht. Was ist das? Ach, es sind... die... Genau die. Oh! Man baut halt nicht immer. Schießt halt einfach mal. Aber warum... Wo ist denn jetzt mein Ziel? Das verstehe ich immer nicht. Ich hatte den doch voll am Zieldings drin, oder nicht? Warum trifft man denn da dann nicht? Das finde ich jedes Mal verwirrend. Oh nein. Das ist der gleiche. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht zu dem hin. Wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? Weg ist er, hat geschossen und jetzt ist er weg. Meinetwegen. Was? Was für... Was für eine Waffe ist das, die wir da gerade hört? Holy. Ich glaube, da geht's manchen zu gut. Ach, verdammt. Das hätte so eine schöne Chance sein können. Aber der muss jetzt ja da unten irgendwo rumlaufen. Ah, der ist eher auf meiner Seite. Schade. So, vielleicht schaffen wir es diesmal hier auch hoch. Bin ich zu... Also, Entschuldigung. Sehe ich einfach nicht richtig? Bin ich blind? Ich hab doch da die 4 Punkte in der Mitte. Das ist doch mein Zieldings. Wie nennt man das Teil? Ich hab's vergessen. Ich habe gerade echt den Begriff vergessen, wie man das nennt, ne? Wann treffe ich den? Weiß es nicht. Yo! Das ging flott. Aber es ist ein ganz cooles Gebiet zum Kämpfen. Es ist
Yo! Ersetzen wir doch mal eben flott hier. Cool. Einfach mal eine Dingswaffe. Jetzt nur mal kurz der Unterschied, nur um noch mal kurz zu gucken, wo jetzt genau der Unterschied ist zwischen dem und der anderen. Das interessiert mich gerade. 44 Schaden, 42 Schaden. Also, ganz ehrlich, so ein wirklich großer Unterschied ist da jetzt halt auch nicht, ne? Ist es dann wirklich so krass, so eine orangene Waffe zu haben, wenn es eh nur 2 Schaden Unterschied sind pro Schuss? Treffen wir halt nicht von da, ne? Der kommt nicht. Ja. Echt? Nice. So, da oben scheinen welche von den Gegnern zu sein. Das haben wir schon festgestellt. Dann werde ich mal gucken, ob ich da nicht was reißen kann. Das sind einige. Mist! Ah, da war ich zu aufgeregt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Ort. Wieder die Banane. Freund! Oh Mist. Wo ist die Banane? Muss mich rächen. Ist die noch oben? Wieso treffe ich die Banane nicht? Danke! Mein Gott! Ich verstehe manchmal halt echt nicht, warum ich nicht treffe. Weil es fühlt sich so an, als dass ich es richtig mache. Keine Ahnung. Okay. Da ist die Banane schon wieder. Aber das war diesmal der Kollege, der sich um die Banane gekümmert hat. Was war das denn? Ach so! Sehe ich das erst? Gottes Willen. Du denkst so, hä, was ist los? Was passiert hier? Cool. So, den stelle ich mir. Weil, warum nicht? Auf unserer Seite. Wer schießt da auf wen und wo? Ja, toll. Seite. Ja gut, dann kann ich eigentlich wieder runter. Jetzt ist ja eben nicht so das, was los, was ich mir erhofft hatte. Von hier aus kriege ich die Gegner hier nicht. Ich bin halt leider nicht so der gute Sniper. Oh, 145. Oh, das wird... Oh, das gefällt mir nicht.
Oh Gott, das wird eine ganz knappe Geschichte. Mist. Ja. Keine Chance mehr gehabt, hier noch was zu machen. Zwei Kills. Drei sogar. Wer ist denn der Dritte? Wer ist denn der Dritte? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gar nicht gezeigt, wie das funktioniert. Mist. Ei. Aber das Treffen verstehe ich manchmal nicht. Ich habe doch voll die Banane im Visier gehabt und dann drücke ich auf Schießen und das Ding trifft einfach nicht. Hä? Wieso trifft man denn einfach nicht? Checke sowas nicht. Machen wir noch ein normales Battle Royale und dann hören wir auf. Standardablauf. Ich würde es ja verstehen, wenn ich daneben schieße, ne? Da habe ich ja kein Problem mit. Aber übrigens, Spieldivise ist gerade deaktiviert. Ich weiß nicht warum. Steht unten, hat Probleme oder sowas. Irgendwo da steht's. Aufgrund eines Problems. Ich habe auch Probleme. Was ist hier? Gruppeneinladung. Tschüss. Ja, also, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Ja, also dieses Zieldings, das checke ich halt nicht. Ich hätte halt gedacht, wenn der auf dem Gegner drauf ist und ich abdrücke, müsste er auch treffen. Dafür ist er ja eigentlich da. Das Visier, oder wie das Ding heißt. Wie gesagt, ich komme nicht auf den richtigen Namen. Visier ist eigentlich schon besser als Zieldings. Aber, ja, irgendwie... Irgendwie tut es halt einfach nicht das, was es soll. Hm. Naja. Wie auch immer. Schon wieder das Schnee. Es ist halt wieder so mein. Aber da stecken jetzt natürlich dann mehrere aus. Da steigen jetzt natürlich mehrere dahin aus. Das sieht man hier auch. Das sind fleißig alle. Boah, das sieht gar nicht. Das sieht gar nicht komisch aus. Was? Okay. Oh je, hi. Tschüss. Wo müssen wir denn hin? Ach, erfahren wir es in einer Minute. Ja, klar. Ja, klar. So, ich versuche mal möglichst weit zu kommen. Nein, da ist auch gerade einer gelandet. Was ist das eigentlich für ein Drum? Lande ich hier mitten im Nirgendwo. Bester Ort zum Starten. Mit nichts. Ach, das ist hier beim Schiff, ne? Ach, das ist hier bei dem Telefon. Oh, da ist eine Kiste. Ja, dann ist ja alles gut. Ach so, der baut sich noch auf. Ach, wir sind schon richtig. Nee, wir sind nicht richtig. So überhaupt nicht. Okay, jetzt ist die Frage, ist einer beim Schiff unten? Oder kann ich mich da umschauen? Ah, das ist gar nicht mehr. Hä, wo ist das Schiff? Das ist weiter vor. Ah, okay.
Das ist nur der Anfang. Ah, die ist da oben. Muss mir mal angewöhnen, echt schnell zu bauen. Nice. So, ist da drüben noch was spannend? Wir bräuchten wahrscheinlich ein Gefährt, weil sonst wird mich der Sturm in 2 Minuten einfach weg rationieren. Rationalisieren, wollte ich sagen. Ach, hier ist wieder dieses komische Spiel. Da ist noch eine Kiste. Ist auch kein schlechter Weg für Kisten hier unten entlang. Man muss halt immer nur wissen, wo das ganze Zeug ist, ne? So. Man muss halt immer nur wissen, wo das ganze Zeug ist. Würdest du die Granate bitte mitnehmen? Dankeschön. Problem, wir brauchen echt jetzt, ja, wobei, so weit ist das gar nicht. Das ist am Ende des... Das fängt schon am Ende von dem See an, das Gebiet. Das geht eigentlich dann sogar klar. Es ist jetzt die Frage, ob hier schon jemand rumläuft. Dann bin ich hier ziemlich aufgeschmissen, wenn es der Fall wäre. Hab halt auch noch kein Schild. Sehen tue ich niemanden so spontan rumwuseln. Dann trauen wir uns halt mal durchs Dorf. Ist halt der kürzeste Weg da jetzt. Durch. Schlecht. Uff. 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 So schnell kann ich gar nicht alles überblicken. Aber ich habe, wie gesagt, das Problem. Ja, so weit ist es nicht. Ist es nicht so weit. Aber ja, wie gesagt, ich habe das Problem, dass... Ach, warte mal, wir machen das einfach. Wobei, nein, das... Ich habe kein... Nichts zum Landen. Schlechte Idee. Ich hätte halt gern ein Schild gehabt. Über mir ist so eine Truhe noch, aber... Wir haben die Zeit nicht, verdammt. In 1:20 ist hier alles dicht. Wo ist die denn? Die ist voll hier in der Nähe. Oh! Komm, gib mir ein Schild, dann hat sich's gelohnt. Scheiße. Ich muss ab.
muss ganz dringend los. Ich habe gedacht, da ist noch einer. Ich habe gedacht, ich höre einen. Vielleicht war es nur mein eigenes Geräusch. Auch kein Schild. Kann ich noch eine Granate? Nein, schlechte Idee. Ah! Der Sturm ist der schneller geworden irgendwie. Ich kann den nicht mehr. Ich konnte den noch mal zu Fuß einholen. Das ging gerade gar nicht. Hä? Ist der schneller geworden? Wahrscheinlich. So. Okay. Wir sind wieder in der Nähe vom nächsten Gebiet. Das ist schon mal gut. Versuche mich mal mehr am Rand aufzuhalten. Was aber bedeutet, dass ich dann relativ schnell, wenn der wirklich schneller geworden sein sollte, dass ich dann nicht allzu lange hier bleiben kann, sondern dann wirklich los muss. Wenn er anfängt, sich zusammenzuziehen. Hier ist nichts. Nichts an Schild, was ich gebrauchen könnte. Oh! Ah, nee, das wäre das. Moment. So. Und so. Jetzt passt die Geschichte. Lul. Yes! Gib mir das. Komm, 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 komm. Hopp, 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 hopp. So, und dann aber jetzt ganz schnell Abflug. Aber ganz schnell. Ah, es könnte schon zu knapp werden. Gefällt mir nicht. Wenn der wieder so schnell kommt wie vorhin, ist das echt ungünstig. Vor allem. Weil wir nicht einfach. Diese Geräusche, die ich höre, das ist alles die Lava, ne? Hoffe ich jetzt einfach mal. So, und da sind wir im Gebiet. Hier sind wir safe. Also. Zumindest safe, was die Zone angeht. Spielerisch safe sind wir überhaupt nicht. Nie gewesen. Oh, das ist... Oh no, das ist bei dem Supermarkt. Oh, ich bin noch nicht in der Zone. Ups. Jetzt bin ich wieder drin. Aber hier am Rand scheint keiner zu sein. Die müssen woanders rumlungern. Jetzt warten wir erstmal kurz ab, wohin es als nächstes weitergeht. Zwölf Spieler noch. Ah, verflucht. Mist, 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 Mist.
Da fliegt gerade einer runter. Habe ich den gehört? Ich hoffe ja. Was ist da drin? Das ist... Ach, so ein Ding. Ja gut, nehme ich mit. Werde ich nie einsetzen, aber hey. Ich mag die Geräusche hier nicht. Wir haben aber nicht die Zeit, hier rumzuwuseln. Nein, haben wir nicht. Wir müssen los. Abflug. Ist die Frage jetzt unten rum? Oder nicht? Wir müssen da... Theoretisch müssen wir da durch. Ja, komm, wir gehen da durch. Es kann ungünstig sein, weil hier vielleicht viele sind. Es kann aber auch günstig sein, weil man dadurch vielleicht nicht so schnell gesehen wird. Weil hier doch viele Wände und Stuff sind. Oh Gott, es geht schon los. Und ich laufe falsch. Das ist besser, die Richtung. Okay, wir sind gleich im Gebiet. Das ist aber auch dann das Problem, dass wir gleich im Gebiet sind. Weil dann werden wir auch gleich konfrontiert. Von 8 Spielern, die noch übrig sind. So, hier ist das Gebiet. Da baut einer. Ich meine, ich hab ein... Igitt. Wenn ich das sehen würde, könnte ich es probieren, aber ich bin halt hier... Das ist alles wieder so viel wieder sehr gefährlich, was ich hier mache. Wenn mich einer sieht, bin ich halt hinüber. Mein einziger Triumph ist, dass ich noch nicht erkannt bin. Aber hier bin ich relativ schnell erkannt. Da einer drin? Da ist auf jeden Fall einer. Da läuft einer hoch. Und den kriege ich von hier nicht. Er wird sich auch bewegen. Die Frage ist, sieht er mich? Gebietstechnisch stehen wir gut. Der muss sich nachher bewegen. Ne, der muss sich nicht bewegen. Der ist sicher. Aus der Richtung müsste sich jemand bewegen, wenn da jemand wäre. Sieben noch. Einer ist da oben. Oh, da ist noch einer. Okay, das sind schon zwei da oben. Oh. Der gefällt mir nicht. Wo landet der? Viel zu offen. Aber solange sie sich um sich selbst kümmern, ist ja alles gut. So, Problem ist, ich kann hier nicht stehen bleiben. Also der Schutz ist gleich weg. Ich müsste also einen eigenen Schutz bauen, und aber dadurch macht man sich ja aufmerksam. Ne? Ich müsste da unbemerkt rüberkommen. Das gefällt mir nicht, was ich hier mache. Ich bin voll in seinem Einzugsgebiet jetzt. So, ich weiß, dass er da oben ist, aber er weiß nicht, dass ich hier bin.
könnt ihr mal was probieren. Geht das? Direkt wieder aufgebaut, ne? Garantiert nicht die Waffe. Und dann müsste es. Dann geht's in die Richtung weiter. Ich wollte eigentlich mal da hochgucken. Das haut nicht hin, wie ich das wollte. Mist. Ihr könnt ja selber was bauen, ich weiß. Oh Gott, ich weiß. Ich mache hier totalen Quatsch. Müsst ihr mir echt nicht erzählen. Oh. Sieht er mich? Ich weiß nicht, sieht man sich da? Wie ist denn das? Spätestens ja. Scheiße. War nicht so gut. Ach, Mann. Ah, warum mache ich sowas? Ah, dann gewinn jetzt wenigstens. Aber das ist so das... Ach, verdammt. Warum mache ich sowas? Weiß es nicht. Oh je. Das Heilen hat's ja gebracht. Bewegt sich. Oh je. Der hat vor allem nichts, wenn er fällt. Dann war es das weit. Das war es auch so. Okay. Einen haben wir erledigt, ne? Ja. Mensch, Mensch. Mensch, Mensch. Ach, aber mich... so ein Ende ärgert mich. Weil ich mich doch wieder hinreißen habe lassen. Oh, mir kommt's gerade. Ich hätte ja... Oh, ich bin so doof. Ich hätte ein Fenster... Das hätte ich machen müssen. Scheiße, wieso denke ich an sowas nicht? Ich hätte ein Fenster dem ins Holz bauen müssen und dann eine Granate reinwerfen. Oh, wieso mache ich sowas nicht? Nein, wie blöd. Nein, wie blöd. Hab ich da gerade Pinball gelesen? Ich hab da gerade Pinball gelesen, ne? Wieso sucht er jetzt? Ich geh doch, hä? Nein! Da musst du doch nicht suchen, wenn ich selber was aufmache. E3HOO Pinball. Das gucken wir uns in der nächsten Folge mal an. Wobei das wahrscheinlich wieder nicht alleine geht.
E3 Zombie Run. E3 HO Bolle. Okay, da ist ganz viel E3-Stuff. Das schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.